Hallo Leute, dies ist ein kleines Infovideo, in dem ich euch darüber aufkläre, wie die nächste Woche produktionstechnisch auf den Kanälen Hand of Blood und Hand of Uncut ablaufen wird. Denn der Grund ist, ich bin in jetzt 4 Wochen auf 2 Wochen in Kreta eine Woche und in Südkorea und eine Woche habe ich Urlaub. Und in dieser Woche befinde ich mich hier gerade. Das heißt, in dieser Woche wird gerade viel produziert, aber das Problem ist, vor dem wir jetzt nun standen, denn diese beiden hier, Kreta und Südkorea, die sind echt wichtig und müssen unbedingt gemacht werden und will ich machen und Urlaub ist überfällig. Wir standen vor dieser Zeit, also hier, ja, hier standen wir und haben da so hingeguckt und dachten so, heilige Scheiße, wie sollen wir das machen? Ihr habt jetzt vielleicht mitbekommen durch die Dark Souls-Folgen, die letzten, dass es dort eine Vorproduktion gab. Sorry, ist noch früh, ich trinke mal einen Kaffee. Eigentlich wäre es auch lustig, würde ich einfach nur so dieses Video machen. So, also wir standen hier vor und haben hier gesagt, heilige Scheiße, wie machen wir das denn? Weil ihr müsst euch vorstellen, in unserem Daily Business, wenn so normalerweise ein Arbeitstag ist und ich da produziere, dann produzieren wir immer so ein Müh produzieren wir vor. Aber nicht in einer Art und Weise, dass wir jetzt mal 3 Wochen Vorproduktion aus dem Ärmel schütteln. Wie schalte ich zurück? Hier. Das bedeutet, wir hatten jetzt eine Vorproduktion bei Dark Souls, das haben die Leute, die Dark Souls gucken, mitbekommen. Das war für die Urlaubswoche. Abgehakt. Geil. Jetzt bin ich gerade in dieser Woche, aber in der kann ich nicht für 2 Wochen vorproduzieren. Das bedeutet, nächste Woche, Geniestreich. Ich bin total gehypt. Also ich finde es echt genial. Haben wir auf meinen Kanälen, auf dem Hauptkanal, ab morgen startend und nächste Woche hier auf dem Hand of Uncut Kanal jeden Tag Gastauftritte. Das heißt, ich habe gesagt, yo, ich schreibe jetzt mal alle möglichen Leute an, die ich kenne. Also nicht alle, weil es sind ja jetzt effektiv 6 Tage. Also 6 Leute habe ich angeschrieben. Fast zu viele hatten ein kommunikatives Missverständnis im Team. Und habe gesagt, yo Leute, habt ihr Bock für meinen Kanal ein Video zu machen? Und erstaunlicher, oder gar nicht mal so sehr erstaunlicherweise, aber die Leute hatten übel Bock. Also es ist insane. Pass auf. Morgen wird auf dem Hauptkanal Paluten ein Video machen. Das ist jetzt schon fertig geschnitten und natürlich spielt Paluten. Warum Paluten? Wir kamen darauf, weil Paluten und ich, wir stehen halt so sehr für Simulatoren. Und das verbindet uns. Und wir haben ihm einfach ein Riesenpaket geschickt mit Stuff. Und er sollte einfach mal machen. Und den Rest könnt ihr morgen auf dem Hauptkanal verfolgen. Das wird sehr nice. Nächste Woche dann auf dem Zweitkanal, also hier, da verrate ich euch die Leute nicht. Das wird eine ziemlich coole Überraschung. Jeden Tag kommt ein anderer YouTuber, eine andere YouTuberin oder Streamerin. Und die Vorgabe war, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber es ist schon alles Gaming-mäßig, also ihr könnt euch so auf, die Leute haben so halbe Stunde, zwischen halbe Stunde, Stunde, jemand hat auch 2 Stunden etwas aufgenommen und entweder etwas so, also es gibt Leute, die haben so ihr Lieblingsspiel aus ihrer Kindheit, wollen sie vorstellen, dann gibt es Leute, die wollen mich einfach nur triggern, dann gibt es Leute, die haben einfach nur einen Unfall produziert und es gibt Leute, die einfach nur entspannt reinzocken. Also es ist alles dabei. Wir haben eine Mottowoche vor uns liegend. Und diese Info wollte ich euch einmal geben. Es wird sehr witzig. Die Videos, die auf meinem Kanal kommen, auf dem Zweitkanal, werde ich genüsslich selber konsumieren, von Kreta aus schauend. Genau, und für, das heißt, wir haben
Oder ob hinter uns durch die zurückliegende Vorproduktion. In der Woche befinde ich mich gerade, alles ist normal. Hier für Kreta haben wir die Mottowoche. Und hier Südkorea, dafür produziere ich gerade auch. Das heißt, gerade ist eine dichte Woche, in der alles in Nebel gehüllt ist. Aber es kann sein, dass wir hier nicht alle Uploads schaffen. Das heißt, dass dann anstelle von 6 Videos zum Beispiel auf dem Zweitkanal dann vielleicht nur 4 online kommen in der Woche. Aber da gibt es dann auf jeden Fall wieder Dark Souls. Denn nächste Woche könnt ihr euch erschließen, durch die Motto-Woche gibt es da dann kein Dark Souls, weil die spielen jetzt nicht meinen Spielstand weiter. Also geht auch, glaube ich, doch ginge schon irgendwie, aber es wäre komplett weird. Also ihr müsst, es wäre wirklich weird. So, das nur als knackiges Infovideo. Und danach steht erstmal für den Rest des Jahres, ja, soweit will ich nämlich, doch, eine Sache steht noch an, aber ist echt in weiter Ferne. Aber ja, es ist einfach gerade eine Zeit, die sehr speziell ist in Bezug auf Uploads. Ihr merkt es, aber die geht auch vorbei. Ich glaube, wir machen das Beste draus. Ne, ich weiß es, ist sehr lustig. Und ich glaube, das ist eine Mechanik, die kann mal wiederkommen. Denn gerade als YouTuber oder YouTuberin, wenn man streamt, ist nochmal deutlich schwieriger, ist es immer. Also ich bin ehrlich, ich war in den letzten 8 Jahren nicht einmal so richtig im Urlaub, so dass ich weggefahren bin in irgendein Land und in ein Hotel und bla, weil man hockt dann immer hier und hat in der Zeit vorm Urlaub eine doppelte Belastung auf Arbeit. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ne? Falls ihr schon einen Job ausführt, einfach das mal 2 in einer engen Zeitperiode vor dem Urlaub, weil man kann, ich kann keine Übergabe machen. So, ich kann keine Übergabe machen, dann stört sich so, stört sich hier, jetzt mach meine Videos. So, es geht ja nicht. Ja. Aber irgendwie ja schon, habe ich jetzt festgestellt. Ich sage einfach Leuten, jo, nehmt für mich was auf. Und für die ist das ja auch cool. Die haben dann eine Plattform, wo sie sich vorstellen können. Ja. Wir probieren das jetzt aus. Ich bin davon sehr überzeugt. Ich habe das erste Mal bei Le News damals vor Jahren mitbekommen, wo Le Floyd, wenn er im Urlaub war, seinen 301 Plus KollegInnen, erinnert ihr euch vielleicht an die Zeit, gesagt hat, jo, macht mal die Le News. Und es war immer mega witzig dadurch und auch voll das Highlight, auch für die Community. So in etwa stelle ich mir das auch vor. Seid bitte sehr lieb. Ja, ich bin trotzdem noch da und watche die Kommentare. Seid nett zu den Leuten. Passt eure Erwartungshaltung an und seid aber auch gerne offen dafür, weil dann habt ihr auch Spaß, denke ich. Wir sehen uns. Tschüssi.